Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Den sportlichen Teil der Sendung übernimmt später wieder Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Dann blicken wir jetzt auf die Themen an diesem Mittwoch. Viele Tote nach Explosionen im Iran. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer Eskalation in Israel. Hochwasser weitet sich aus. Durch den Dauerregen sind mehrere Bundesländer betroffen. Kritisch bleibt die Lage in Niedersachsen. Und Spannung in Innsbruck. Andreas Wellinger verliert bei der Vierschanzentournee die Führung, hat aber noch Chancen auf den Gesamtsieg. Das Pulverfass Nahost droht noch gefährlicher zu werden. Und das hat auch mit einem Anschlag im Iran zu tun, mit dem wir jetzt in die Sendung starten. Über 100 Tote hat es nach zwei schweren Explosionen gegeben. Die Tat galt den Teilnehmern einer Gedenkfeier für Irans einst mächtigen General Soleimani. Er koordinierte die militärischen Auslandseinsätze der Islamischen Republik. Mehr von Anna Feist. Kerman im Süden Irans. Zehntausende versammeln sich zum vierten Todestag am Grab des ehemaligen Anführers der Al-Quds-Brigaden, Qasem Soleimani. Dann hört man zwei Explosionen. Offiziell heißt es mindestens 103 Tote und fast 200 Verletzte. Das Regime spricht von einer Terrorattacke auf das Grab eines ihrer wichtigsten Vertreter. Was steckt dahinter? Das war eine Warnung an das islamische Regime. Glaubt nicht, dass ihr zu sicher seid, dass ihr zu stark seid. Doch von wem es kommt, weiter unklar. Versteht nur, es ist ein Schlag ins Herz des Regimes. Qasem Soleimani war einer der wichtigsten Berater von Revolutionsführer Ali Khamenei. Sein Erbe nährt heute den Krieg in Nahost. Soleimani hat die Al-Quds-Brigaden angeführt, die Militäreinheit des Irans im Ausland. Ihr Ziel? Die Eroberung Jerusalems und die Zerstörung Israels. Seine Truppen bauten Terrororganisationen wie die schiitische Hezbollah im Libanon und die Hamas in Gaza auf. Auf Teherans Straßen ist der Schuldige für den Angriff schnell gefunden. Verflucht seien sie! Natürlich steckt Israel dahinter. Sicher werden die Finger nun erstmal auf Israel zeigen. Ich halte das aber für unwahrscheinlich. Israel würde nicht so wahllos eingreifen. Schriftlich verspricht am Abend der iranische Präsident, die Täter dieser feigen Tat würden bald ermittelt und für ihre abscheuliche Tat bestraft werden. Der Terroranschlag in Iran und die Tötung des stellvertretenden Hamas-Chefs gestern in Beirut zeigen, wie brisant die Situation ist. Vor dem Hintergrund beider Ereignisse wurde die heutige Rede des Hisbollah-Chefs mit Spannung erwartet. Die libanesische Hisbollah-Organisation wird von Iran unterstützt und steht im Gaza-Krieg an der Seite der Hamas. Susanne Santina berichtet. Die wenigsten im Libanon zweifeln daran, wer hinter dem Drohnenangriff in Beirut steckt, bei dem gestern unter anderem der Hamas-Vize al-Arudi getötet wurde. Es gibt nach wie vor keine offizielle Bestätigung Israels, aber bezeichnend die Äußerung des Chefs des israelischen Geheimdienstes. Der Mossad sieht sich verpflichtet, die Mörder und Planer des Attentats vom 7. Oktober zur Rechenschaft zu ziehen, auch wenn es insgesamt einige Zeit dauern wird. Saleh al-Arudi wird für mehrere Terroranschläge verantwortlich gemacht und galt als Nummer zwei neben Hamas-Chef Ismail Haniya. Der bestätigte auch den Tod von zwei Kommandeuren des militärischen Arms der Hamas. Wir bestätigen die Ermordung durch die zionistische Besatzungsmacht unseres großen Bruders und Kampfesführer al-Arudi und seiner Brüder. Es war ein Terrorakt, der die Souveränität des Libanon verletzt hat, eine erneute Feindseligkeit gegen unser Volk. Zur Stunde hält Hisbollah-Führer Nasrallah eine mit Spannung erwartete Rede. Der Hamas sprach er sein Beileid aus und nannte den Angriff in Beirut eine Aggression Israels. Eine konkrete Drohung wiederholte er bislang nicht. Längst hat sich im Norden für Israel eine neue Front gebildet. Und auch die Angehörigen der immer noch 129 Geiseln sind jetzt in großer Sorge. Hamas hat gleich nach dem Anschlag gesagt, wir stoppen alle Verhandlungen. Natürlich wird das nicht helfen. Im Westjordanland protestierten heute hunderte Menschen gegen den Drohnenangriff in Beirut. Die Gefahr eines Flächenbrandes im Nahen Osten ist sehr groß.
Golini Atay in Kairo hat die Rede des Hisbollah-Chefs verfolgt. Golini, wie darf man das einschätzen, was Nasrallah bis jetzt gesagt hat? Die Rede von Hassan Nasrallah ging vor wenigen Minuten zu Ende und er machte eigentlich keine strategischen, keine taktischen Ankündigungen. Kann sein, dass es mehr Details gibt in einer zweiten Rede am Freitag, aber die Rede, die ich gehört habe, die war größtenteils propagandistisch und nach innen gerichtet. Hassan Nasrallah erklärte, warum der Kampf der Hamas, der bis heute weitergeht, warum die Anschläge der Houthi-Rebellen im Roten Meer, warum die Anschläge der pro-iranischen Milizen in Irak und Syrien auf US-Militärbasen schon jetzt einen so wörtlich großen Sieg über Israel bedeuten. Aber insgesamt scheint Hassan Nasrallah immer noch sehr abzuwägen in seinem Vorgehen. Also wo fängt die Hilfe für die Hamas in Gaza an und wo hört sie auf? Wo fängt das nationale Interesse des Libanon an? Zwei Dinge könnte das zur Folge haben. Zum einen, dass die Hamas-Führung im Libanon sich jetzt nicht mehr öffentlich zeigt und in den Untergrund geht, um die Gefahr von weiteren israelischen Anschlägen zu meiden. Und zum Zweiten scheint Hassan Nasrallah genau registriert zu haben, dass gestern bei dem Anschlag keine libanesischen Zivilisten ums Leben kamen, keine Hisbollah-Funktionäre ums Leben kamen. Er warnte Israel, dass, falls es dazu käme, sich die Gleichung in diesem Kampf verändern würde. Vielen Dank, Golini. Und wir wollen jetzt weitergehen zu Henriette de Maizière in Israel an der Grenze zum Libanon. Nach der Tötung des Hamas-Kommandeurs in Beirut hatte die Hisbollah Vergeltung angekündigt. Henriette, wie ist die Situation aktuell? Allein am Abend hat es zweimal Raketenalarm hier in der Region der libanesischen Grenze gegeben. Wir sind in Kiryat Shmona, direkt an der libanesischen Grenze, eine Stadt, die nach dem 7. Oktober schon evakuiert wurde. Es ist gespenstisch leer hier, die Häuser hinter uns dunkel. Wir stehen vor einem Bunker, denn sollte es Angriffe geben, hat man genau 10 Sekunden, sich in Sicherheit zu bringen. Die Armee, das wurde schon vor ein paar Tagen gesagt, ist hier verstärkt worden. Auch die Luftabwehr über uns kreist eine Drohne. Als wir hierher gefahren sind, haben wir auf der Autobahn Lkw gesehen mit Patriot-Abwehrraketen. Die Lage ist also angespannt. Die nächsten Stunden und Tage werden zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank, Henriette de Maizière. Ja, mehr zur Rede des Hisbollah-Chefs und zur Lage in Nahost gleich ab 19.30 Uhr bei den Kollegen von ZDF heute live auf unseren Social-Media-Kanälen und in unserer App. Im Machtkampf mit der Justiz hat Israels Regierungschef Netanyahu einen weiteren Rückschlag erlitten. Eine Gesetzesänderung, die seine Amtsenthebung als Ministerpräsident erschwert hätte, kann erst nach der jetzigen Amtsperiode in Kraft treten. Das entschied der Oberste Gerichtshof Israels mit 6-5 Stimmen. Zur Begründung hieß es, das Gesetz sei eindeutig aus seinem persönlichen Interesse heraus entstanden. Jetzt zur deutschen Hochwassersituation. Es ist noch kein Ende in Sicht. Ganz im Gegenteil, in vielen Regionen gibt es weiter Sorgen vor steigenden Pegelständen. Gestern, da sah die Karte mit Warnungen vor großem Hochwasser noch so aus. Heute sind mehrere Gebiete hinzugekommen, vor allem in Sachsen-Anhalt, aber auch in Hessen und in Bayern. Ein besonders betroffener Landkreis ist Bamberg. Dort beginnt der Bericht von Clemens Altmann. Im bayerischen Oberfranken ist die Itz über die Ufer getreten. Die ersten Straßen sind bereits überflutet, die Häuser der Anwohner in Gefahr. In Großenlüder im Landkreis Fulda in Hessen kommt das Wasser über Nacht. Die Ortsdurchfahrt steht komplett unter Wasser, auch die Seitenstraßen sind überflutet. Dass es auf einmal dann doch so stark war und so viel kam und so schnell kam, haben wir nicht mit gerechnet. Die Hochwasserlage im Süden Sachsen-Anhalts bleibt weiter angespannt. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat wegen des Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen. Entlang der Helme sind hunderte Einsatzkräfte im Dienst, um die Deiche zu verstärken. Um 7 legen wir uns die Sirene und seitdem sind wir hierher gefahren dann und im Einsatz. Niedersachsen hat alle seine 1,9 Millionen Sandsäcke schon verbraucht. Jetzt haben andere Bundesländer weitere 1,5 Millionen zur Verfügung gestellt. Unterstützung auch aus dem Ausland. Diese französische Zivilschutzeinheit hat unter anderem einen mobilen, 2 Kilometer langen Hochwasserdeich im Gepäck.
Angesichts der wahrscheinlich immensen Schäden in den überschwemmten Gebieten fordert Niedersachsens Ministerpräsident im Namen aller 16 Bundesländer eine Pflichtversicherung. Als Staat wird man auf Dauer nicht ständig die Lasten dieser Naturereignisse tragen können. Wir brauchen an dieser Stelle auch die private Vorsorge. Für knapp 100 Menschen in Lilienthal heißt es weiter warten, wann sie zurück in ihre Häuser dürfen. Die Pegelstände dort sind zwar leicht gesunken, im Nachbarort aber gestiegen. Und so wird, wie an vielen Orten, die Lage stündlich neu bewertet. Frankreich hilft Deutschland beim Hochwasser. Dabei ist unser Nachbar selbst betroffen. Starker Regen hat etliche Flüsse zum Überlaufen gebracht, wie hier im Norden des Landes. Knapp 200 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Es ist bereits das zweite Hochwasser innerhalb weniger Wochen. Wasser überall, auch in Northampton, Großbritannien, kämpft ebenfalls mit den Folgen des Sturms Henk. 2023 war die Arbeitslosigkeit in Deutschland so niedrig wie selten zuvor, auch wenn die Zahlen im Dezember wie üblich etwas hochgegangen sind. Schauen wir mal drauf. Insgesamt waren 2.637.000 Menschen auf Jobsuche. 31.000 mehr als im November. Die Quote lag bei 5,7%. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 183.000. Großes Problem bleibt weiter der Fachkräftemangel. Und Unternehmen setzen deshalb jetzt auch auf geflüchtete Ukrainer. Cornelia Schiemens. Seit 5 Monaten arbeitet der ukrainische Arzt Paul Kudrick bei der Firma Scholp. Er ist Ukrainer, wegen einer Diabetes kämpft er nicht an der Front. Nun will er sich mit Arbeit ein neues Leben in Deutschland aufbauen. Man muss irgendwas machen, dann Kopf gesund bleibt, dann Körper auch gesund bleibt. Das ist so. Paul ist einer von 28 ukrainischen Mitarbeitern bei Scholp. Die Firma gibt Hilfestellungen bei allen Fragen rund um deutsche Formulare, Sprache, Integration. Hier ist man überzeugt, viel mehr Ukrainer würden gern arbeiten, wenn die Hürden in Deutschland gesenkt würden. Für die Ukrainer müssten einfach einfache Zugänge geschaffen werden. Teilweise kommen natürlich die Ukrainer mit ganz anderen Arbeitsqualifikationen, die hier so nicht bekannt sind, nicht so anerkannt sind. Die haben ein ganz anderes Arbeits- und Ausbildungsmodell. Neben der langwierigen Anerkennung von Abschlüssen sind es mangelnde Deutschkenntnisse und fehlende Kita-Plätze, die die Ukrainer von Arbeit fernhalten. Von den Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt im Lande sind, sind 141.000 in Arbeit. Und jetzt kommen ganz viele aus den Sprachkursen und können dann grundständig Deutsch. Und wir sind da optimistisch, dass es uns dann auch gelingt, sukzessive die Leute in Arbeit zu bringen. Bei Scholp in Chemnitz will man nicht warten. Auf Jobbörsen sucht die Firma gezielt nach weiteren ukrainischen Mitarbeitern. Deutschlands Kommunen sehen sich in einer finanziellen Notlage und fordern mehr Geld von Bund und Ländern. Ein Defizit von insgesamt 10 Milliarden Euro erwartet für 2024 der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Dies führe zu einem erheblichen Sanierungsstau. Straßen und öffentliche Gebäude müssten dringend saniert werden. Schulen und Sportstätten seien in schlechtem Zustand. Nach Argentinien. Dort gibt es seit knapp einem Monat einen neuen Präsidenten. Es war den Rechtspopulisten Javier Milei, der den Menschen eine Schocktherapie versprochen hatte. Das Land steckt in einer schweren Krise. Die Inflation liegt bei mehr als 160%. 40% der Argentinier leben in Armut. Und jetzt will Milei den Notstand ausrufen, um den Sozialstaat radikal umzubauen. Die angekündigten tiefen Einschnitte lösen inzwischen Proteste aus und bereiten vielen große Sorge. Christoph Röckerath. Wer nicht springt, ist für Milei, singen die Demonstranten und alle springen. Es ist der Hit der Stunde auf den Straßen von Buenos Aires. Immer wieder gibt es Demonstrationen gegen den neuen Präsidenten. Viele Argentinier fürchten die radikal-liberalen Reformen Mileis. Wir gehen auf die Straße, um Nein zu sagen zu all diesen Maßnahmen, die die arbeitende Bevölkerung treffen. Wir haben heute schon Hunger und Elend. In einem nie dagewesenen Vorgang hat Präsident Milei hunderte von Gesetzesänderungen angeordnet, per Dekret am Parlament vorbei, weil er dort keine Mehrheiten hat. In seiner Neujahrsansprache warnt er die Institutionen davor, ihn aufzuhalten.
Wenn unser Programm ausgebremst wird durch die gleichen Leute, die nie etwas ändern wollen, werden wir nicht verhindern können, dass diese Krise zu einer Katastrophe biblischen Ausmaßes wird. Die Proteste nehmen zu. Milei hat bereits weitreichende Privatisierungen, Deregulierungen und Lockerungen im Arbeits- und Sozialrecht erlassen. Und er will weitergehen, auf Jahre den Ausnahmezustand verhängen. Kritiker werfen ihm autoritäre Tendenzen vor. Wirtschaftlicher Notstand, finanzieller Notstand, Rentennotstand, Handelsnotstand. In den vorliegenden Dekreten und Gesetzesentwürfen gibt es Punkte, die dem Prinzip der Gewaltenteilung widersprechen. Schon jetzt hat Milei das Demonstrationsrecht eingeschränkt und die Polizei greift härter durch. Für Ende des Monats haben die Gewerkschaften einen Generalstreik angekündigt. Zwei Tage nach dem Erdbeben in Japan ist die Zahl der Toten auf 73 gestiegen. Und die Suche nach Überlebenden kommt nicht richtig voran, denn die betroffene Halbinsel Noto liegt ziemlich abgelegen. Für die Rettungsteams sind die wenigen Straßen dorthin teils unpassierbar geworden, erst recht die kleinen Wege in die Bergregionen. Auch da könnten noch Menschen unter Trümmern eingeschlossen sein und die Zeit wird knapp, sie rechtzeitig zu finden. Elisabeth Schmidt. Ohnmächtig muss dieser Mann mit ansehen, wie Rettungskräfte seine Frau tot aus dem Haus tragen. Suzu im Norden der vom Erdbeben besonders stark betroffenen Halbinsel. Die Feuerwehr hat aufgehört, die Notrufe zu zählen. Noch immer liegen Menschen lebendig unter Trümmern begraben. Mehr als zwei Tage sind seit dem Erdbeben vergangen. Die Rettung der Opfer ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir haben jetzt einen kritischen Punkt erreicht. Auf Noto sind weite Teile nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten. In den Notunterkünften wird die Lage immer verzweifelter. Ich bin barfuß hierher geflüchtet. Ich konnte entkommen, aber hier gibt es kaum Wasser, keine Decken, es ist so kalt. In den drei Tagen jetzt habe ich nur einen einzigen Becher Wasser getrunken, immer nur einen winzigen Schluck. Generatoren fallen aus, Heizung, Telefon, Internet gibt es vielerorts nicht mehr. Wie schwer es ist, in die verwüsteten Regionen zu gelangen, schildert ein Journalist auf dem Weg nach Wajima. Tunnel sind eingestürzt, Brücken zusammengebrochen, ein Erdrutsch nach dem anderen. Risse in der Straße, wir kommen nicht in die Siedlung rein. Wir können nur auf die Streitkräfte hoffen. Die sollen jetzt von 1.000 auf 2.000 aufgestockt werden und Hilfsgüter per Helikopter in die abgeschnittenen Gebiete bringen. Mittlerweile regnet es. Der Wetterdienst warnt vor weiteren Schlammlawinen. Rettungsarbeiten unter Extrembedingungen. Nach dem Zusammenstoß gestern auf dem Flughafen in Tokio gibt es erste Erkenntnisse zur Unglücksursache. Die Kollision des Passagierflugzeugs mit der Maschine der Küstenwache war offenbar Folge eines menschlichen Versagens. Nach Behördenangaben hatte der Tower der kleineren Maschine keine Erlaubnis gegeben, auf die Start- und Landebahn zu fahren. Im Kleinflugzeug kamen 5 Besatzungsmitglieder ums Leben. Aus dem Passagierflugzeug konnten sich alle 379 Menschen retten. Jetzt zur Vier-Schanzentournee, Norbert. Dritte Station ist Innsbruck und das Duell um den Gesamtsieg, das bleibt ja super spannend. Ja, allerdings, weil Andreas Wellinger nach seiner schwachen Leistung gestern in der Quali heute nun lieferte und auf Rang 5 sprang. Sein ärgster Rivale Ryoyo Kobayashi wurde Zweiter und liegt jetzt in der Gesamtwertung ganz knapp vor Wellinger. Im ersten Durchgang hat Andreas Wellinger mit 132 Metern ein Statement gesetzt. Dann der zweite Sprung, zu kurz. Absprung nicht getroffen, der Wind ungünstig. Nur 126,5 Meter, Wellinger enttäuscht. Aber er bekommt Pluspunkte für die Windverhältnisse und lächelt dann doch noch. Podest verpasst, aber Platz 5. Ja, wir haben gewusst, dass es ein bisschen eine Windlotterie wird. Ich war jetzt nicht unbedingt der Glücklichste im zweiten. Aber vom Sprung selber, von der Energie, vom Fluss war der schon ziemlich gut. Die Chance auf den Gesamtsieg hat er sich bewahrt. Sein größter Konkurrent Ryoyo Kobayashi schnappt sich zwar die Führung in der Tourneewertung, liegt aber nur 4,8 Punkte vor Wellinger. Das dritte Springen in Innsbruck gewonnen hat der Österreicher Jan Hörl. Das deutsche Tennisteam mit Angelique Kerber und Alexander Zverev ist beim United Cup in Sydney als bester Gruppenzweiter doch noch ins Viertelfinale eingezogen. Am Freitag geht es gegen das griechische Team.
Ja, und er steht jetzt tatsächlich im Finale. Luke Littler, ganze 16 Jahre alt. Er kann heute Abend die Sensation in London perfekt machen und jüngster Weltmeister in der Darts-Geschichte werden. Er ist die Sportüberraschung des noch jungen Jahres, Luke Littler, bei der ersten WM gleich im Finale. Kontrahent Rob Cross spielt gestern eines seiner besten Matches, führt 1:0 nach Sätzen und muss sich Littler doch geschlagen geben. Der 16 Jahre alte Darts-Wunderknabe, nervenstark, eiskalt und mit fast 50% Doppelquote. 6:2 am Ende, das Match macht er zu mit Dart ins Lieblingsfeld. Sein Gegner im Finale heißt heute Luke Humphries. Ein Sieg fehlt Luke, genannte Nuke, jetzt noch zur Krönung. Ich weiß, was ich heute angucke. Dann vielen Dank, Norbert. Gerne. Und wenn Sie das nächste Mal über Winterkälte klagen, dann sollten Sie sich an folgende Bilder erinnern. In Schweden, ganz hoch im Norden, da sind die Temperaturen ganz tief im Keller. Alles wie schockgefroren. Minus 43,6 Grad. Kalt, kälter, quick. Oder so ähnlich heißt der Ort mit diesem Frostrekord. Nur vor 25 Jahren war es im Land noch kälter. Ja, was hilft? Schützende Kleidung und irgendwie immer in Bewegung bleiben. Fehlen jetzt noch die Zahlen vom Mittwochslotto. Hier sind sie. 14, 25, 28, 32, 36, 49. Und die Superzahl lautet 4. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und auf der ZDF-Textseite 557. Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor ergiebigem Dauerregen laufen zum Teil noch bis Freitag und betreffen vor allem die Mittelgebirge. Mehr dazu gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal, das sehen Sie um 21.45 Uhr mit Christian Sievers. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Interesse und gerne bis morgen, wenn Sie wollen. Guten Abend. Kaum ist das Tief Annelie morgen nach Osten abgezogen, kommt schon gleich das Tief Brigitta hinterher. Das sind keine guten Aussichten für die Hochwasserregionen in Schleswig-Holstein, in Hamburg, in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Denn es gibt weitere Stauniederschläge heute Nacht hier vor allen Dingen im Sauerland. Im Südwesten kann es auch mal für Blitz und Donner reichen. Im Norden mischen sich unter den Regen auch einige Schneeflocken, denn dort sinken die Temperaturen bis 0 Grad. Sonst liegen die Nachtwerte bei 8 bis 3 Grad. Und morgen wird es in Schleswig-Holstein kaum milder. Da liegen die Höchsttemperaturen um 1 Grad. Sonst werden 3 bis 11 Grad erreicht. Und so bleibt es morgen bei diesem Schneeregen im Nordosten. Sonst ist es meist bedeckt, stark bewölkt. Es gibt nach wie vor kräftige Regenfälle, besonders in den Mittelgebirgen. Am Nachmittag setzt sich dann im Südwesten häufiger auch mal die Sonne durch. Ja, und am Freitag kann es dann hier in Norddeutschland durchaus für einige Zentimeter Schnee reichen. Dann wird es auch glatt auf den Straßen. Die gute Nachricht für die Hochwassergebiete ist dann, dass der Regen nachlässt und es von Norden merklich kälter wird. Am Sonntag bei minus 5 bis plus 2 Grad. Guten Abend.